Hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich habe heute für euch etwas ganz Neues, und zwar aktuelle Liebesenergien. Zu diesen aktuellen Liebesenergien möchte ich noch ein paar Worte erklären. Und für diejenigen von euch, die das jetzt nicht hören möchten oder die es schon mal gehört haben, unten in der Infobox findet ihr einen Zeitstempel und mit dem könnt ihr das Ganze überspringen. Wenn ihr möchtet, natürlich könnt ihr auch einfach vorspulen. Und zwar sind diese aktuellen Liebesenergien für das im Cover bezeichnete Sternzeichen. Und wichtig ist hier, Liebesenergien können sich auf vieles beziehen. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass es einen Partner betrifft, also euren Partner. Da bitte spürt unbedingt selber ganz genau rein, was es für dich im Einzelnen ist. Es kann nämlich auch eine Arbeitsbeziehung betreffen, zum Beispiel, oder die Beziehung zu deinen Kindern. Das ist eins, was ich vorher unbedingt sagen möchte. Spürt also bitte selber rein. Es ist auch eine allgemeine Legung. Vergesst auch dies bitte nicht. Das kann nicht auf jeden zutreffen. Das ist nun mal so. Und ihr wisst ja, was ich sonst immer auch sage vorher. Normalerweise lade ich alle 12 Sternzeichen hoch. Wenn du deinen Chart kennst, schau dir gerne eines deiner anderen Zeichen an. Vorrangig würde ich hier empfehlen, das Venuszeichen, aber auch den Aszendenten. Und bedenkt bitte auch, dass Zeit fließend ist. Diese Legungen sind zeitlos, das heißt, da an dem Zeitpunkt, wo du diese Legung findest, ist, wenn nicht alles stimmig ist, vielleicht ein Aspekt dabei, der dir einen Hinweis geben möchte. Und wie gesagt, Rollen können auch vertauscht sein. Bedenkt das bitte auch noch, ja? Ich habe hier die Weisheitskarten verwendet für Lebensentscheidungen des Modern Light Lenormand von der Sandra Spindler, die Liebesorakelkarten vom Toni Camine Salerno und das Engeltarot von der Doreen Virtue. Die findet ihr auch unten aufgeführt. So, ihr Lieben. Und jetzt wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Freude, alles Liebe, bis gleich. Tschüss. Hallo lieber Stier, ich freue mich, dass du da bist und wir schauen uns jetzt deine Legung an. Ich habe hier die Karten, die das aktuelle Thema bezeichnen. Hier kommen Karten, die uns sagen, was erschwerend hinzukommt. Hier geht es um deinen bewussten Aspekt, um deinen Aspekt, der nicht bewusst ist. Das ist der Rat, das jetzt zu tun von den Karten. Und das wäre ein Ergebnis der ganzen Thematik. Wir starten sofort mit der ersten Karte und hier kommt das schwarze Einhorn. Bei dem schwarzen Einhorn geht es darum, sich ausgegrenzt zu fühlen, sich ein bisschen anders zu fühlen wie andere. Geht aber auch darum, dieses Anderssein zu akzeptieren und darin die eigene Kraft und Stärke zu sehen. Allerdings nehme ich es hier eher wahr, dass du das als so das Gefühl hast, des Ausgegrenztseins. Vielleicht möchtest du hier auch für aus bestimmten Situationen ausbrechen. Kann auch sein. Das Black Unicorn steht auch dafür, dass man für seine Werte und Wünsche einstehen
möchte, sollte, wie auch immer. Und es steht noch für die Ahnenreihe. Und wir schauen uns gleich die nächste Karte an, um einen weiteren Hinweis zu bekommen. Und da kommt die Karte Flexibilität. Da die zwei Karten sagen mir, dass es jetzt darum geht, wirklich für deine Ziele und Wünsche einzustehen, weiterzugehen, ist bestimmt auch ein Ahnenthema mit dem Black Unicorn hier an erster Stelle. Und das Thema ist jetzt mit der Karte flexibel, hier kreativ zu werden und die entsprechenden Wege und Entscheidungen zu finden und zu treffen. Ja, da kommt die Karte ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Das ist genau das, was es sagt, ein Geheimnis. Es ist etwas, was dir momentan noch nicht bewusst ist. Und dieses Bewusst kann sich jetzt auf das Thema Flexibilität beziehen oder auf das Thema aus der Ahnenreihe, dass da noch dieses Geheimnis schlummert, was gerade Thema bei dir ist. Und dieses Thema bei dir kann sich jetzt eben in verschiedenen Aspekten sichtbar machen, wie zum Beispiel einer Partnerschaft oder überhaupt in Beziehungen. Vielleicht hast du, mir fällt zum Beispiel das Thema Mobbing ein, ja, in der Arbeit, dass sowas hier stattgefunden hat. Thema sich eben anders fühlen. Meistens ist es auch gesagt worden und spür jetzt gerade mal rein, wo es am meisten für dich oder für euch zutreffen könnte. Also ich nehme ganz sehr diesen Arbeitsaspekt wahr in Beziehungen auf der Arbeit und für einige natürlich auch in der Partnerschaft. Ja, aber interessanterweise nehme ich hier vor allem das Thema Arbeit wahr. Dass man hier für sich einsteht und seine Andersartigkeit auch kreativ nach außen bringt. Und dieses Geheimnis kann etwas sein, was dir noch im Verborgenen in der Ahnenreihe schlummert. Und wir haben hier die Karte der Mond. Wichtige übersinnliche Erkenntnisse, Ereignisse hinter den Kulissen, befreie dich von hemmenden Ängsten. Schaut mal, Ereignisse hinter den Kulissen. Das ist dieses Geheimnis, dass da irgendwas hinter den Kulissen wirkt an Energien, an Themen, das können auch Ereignisse sein, das können auch Ängste sein, die im Unbewussten wirken. Das Geheimnis kann sich auch auf unser Unbewusstes, auf dein Unbewusstes beziehen. Und das ist ein Ahnenthema. Wir schauen jetzt mal die nächste Karte an. Ich bekomme gerade den Impuls, euch die unterliegende Karte zu zeigen. Und die bezieht sich mit der rosaroten Brille auch ein Stück weit auf das Thema Illusionen. Und es geht darum, über den Tellerrand zu blicken, etwas genau zu betrachten, um hier aus gewissen Illusionen rauszukommen. Ihr Lieben, wir schauen, was kommt erschwerend hinzu. Da kommt der Bär. Der Bär steht für Kraft, Stärke, Mut. Der Bär ist aber auch eine Karte, die einen gewissen Egoismus gerade im Zusammenhang bei einer Personenkarte steht der Bär für mich auch für eine egoistische Person.
So, jetzt kann es sein, dass zum einen es um einen Partner geht, weil auch dafür steht der Bär, um einen Seelenpartner, der hier, weil es ja auf dem Platz erschwerend hinzukommt, liegt, der ganzen Thematik sozusagen die Würze gibt. Eventuell geht es darum, dich da zu behaupten, diese Andersartigkeit hier nach außen zu bringen in einer Partnerschaft. Und es kann auch sein, dass das Ego hier dich davon abhält, anders zu sein. Und da geht es darum, flexibel zu sein und dieses Geheimnis eben zu lüften. Und Geheimnis kann jetzt auch sein, dass es darum geht, offen und ehrlich darüber zu reden. Ich nehme hier mit dem Bär allerdings tatsächlich auch sehr, sehr stark das eigene Ego wahr. Die Durchsetzungskraft, die also ich nehme schon wahr, dass es da ist, aber ich habe so den Eindruck, dass es etwas zurückgehalten wird. Und dieses Zurückhalten hat mit den Ängsten zu tun. So für sich losgehen hier, aber sich nicht trauen. Und vielleicht versteckt sich der ein oder andere hinter gewissen, Ängsten. Und stellt sein Licht auch unter den Scheffel, dass er, das, wie gesagt, dass du ja nicht kannst. Du kannst nicht oder du willst nicht oder du hast Angst und bist dir hier deiner eigenen Kraft und Stärke überhaupt nicht bewusst. Und Gleiches kann jetzt natürlich, weil ich ja vorhin gesagt habe, der andere, es kann natürlich auch auf eine andere Person zutreffen, weil wie gesagt, der Bär für einen Seelenpartner steht. Da bitte spürt selber rein, was es bei euch im Einzelnen ist. Ich nehme die Karte wirklich auch als Person wahr. Ich nehme sie sowohl in der Eigenschaft wahr, als auch als Person. Und die nächste Karte, da geht es um die Macht der Fantasie. Und wie gesagt, wir sind hier immer noch bei dem Thema, was erschwerend hinzukommt. Das kann jetzt auch sein, dass diese Person eine überschäumende Fantasie hat, diese rosarote Brille zum Beispiel, und was dein Partner ist, jetzt angenommenerweise, oder ein anderes Gegenüber. Also ihr wisst ja, Seelenpartner kann auch ein anderes Gegenüber sein. Das kann auch mal ein Chef sein, genauso möglich, dass das Seelenpartner sind. Ihr dürft da reinspüren, welche Person das tatsächlich ist. Ich gehe jetzt mal, weil es eine Liebeslegung ist, vom Partner aus. Aber ihr wisst, Liebe hat auch immer was mit Selbstliebe zu tun. Und gibt es auf vielen Ebenen. Ja, es ist nicht immer nur die Partnerschaft. Sage ich auch immer gerne dazu. Also es kann hier auch um diesen Aspekt des Klarsehens gehen, über den Tellerrand blicken, was hier eine gewisse Kraft und Macht der Fantasie benötigt, dieses Vorstellungsvermögen, weiter zu denken, weiter zu gucken, und das Ganze auch entsprechend umzusetzen. Wir schauen die nächste Karte an. Ja, guck. Wirf all deine Bedenken über Bord, lasse dich in meine Arme sinken. Liegt allerdings hier auf diesem Aspekt, was erschwerend hinzukommt. Das kann jetzt für eine Liebesbeziehung stehen, für eine leidenschaftliche, für eine Affäre, dass hier etwas verlockend dargeboten wird, was, wie gesagt, es liegt auf dem Aspekt, es kommt erschwerend hinzu, was
vielleicht ego-basiert ist, vielleicht sehr durchsetzungsstark, wo aber die Konsequenzen zum Beispiel nicht überdacht werden, weil, wie gesagt, wir haben ja hier, ich lege die mal, weil ich habe den Eindruck, dass die wichtig ist. Ich lege die mal so ein bisschen hier mit oben rein, ja? Dass es darum geht, hier über diesen Tellerrand zu blicken, sich auch Konsequenzen klar zu werden. Vielleicht bist du dir auch der Konsequenzen klar und es geht jetzt darum, für dich einzustehen. Kann genauso gut sein und hier durch die Ängste durchzugehen, weil hier eben deine Fantasie und dein Ego angesprochen worden ist, deine Leidenschaft hier. Ja, guckt, und da kommt das Thema, das Ego, Erzengel Jophiel. Falsches Gefühl des Eingesperrtseins, zu starker Fokus auf materielle Dinge, negative, angstbasierte Gedanken. Wir haben schon wieder das Thema Angst hier. Hier das Thema Angst und hier das Thema Angst. Was mir in Verbindung mit der Bärkarte als Eigenschaft auch wieder sagt, dass hier deine eigene Kraft und Stärke da ist, du dir dieser aber vielleicht auch nicht bewusst bist, oder im umgekehrten Fall, dass du hier eine gewisse Kraft und Stärke brauchst, um eben diese Angst zu überwinden. Und hier auch dazu stehst. Das kann jetzt die Beziehung sein zu dieser Person. Kannst auch du sein, dass du zu dir eben stehst und dass das die Herausforderung ist. Im Übrigen steht der Bär auch für die Ahnen. Ja, und das ist das Thema hier, was gerade aktuell ist, was euch so ein bisschen im Verborgenen ist mit der Geheimniskarte. Und da kommt der Ritter der Erde, loyal, hingebungsvoll, ehrenhaft, gütig. Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Löse deine Versprechen ein. Ein Schutzengel. Löse deine Versprechen ein. Auf dem Platz sagt mir, dass es mit Sicherheit ein Thema ist in eurer Ahnenlinie, was ihr als Rucksack mitgebracht habt und jetzt eben aufgelöst werden darf, werden will und wird durch euch. Und da geht es darum, eben das bewusst zu machen. Dass ihr für euch einsteht, eure Meinung klar nach außen bringt, durch die Ängste durchgeht, über den Tellerrand schaut und euch nicht in diesen Illusionen der rosaroten Brille verfangt bzw. versteckt. Wir schauen uns an, welcher Aspekt dir bewusst ist. Und da kommen die Orcas. Die Orcas stehen für Emotionen, warnen auch so ein bisschen davor, vor plötzlich hochkommenden Emotionen. Die stehen für lange unterdrückte Gefühle. Gut möglich, dass das auch ein Thema ist. Für das Thema Gemeinschaft, Zusammenarbeit, für alles, was eben zusammen in einer Familie oder in einer Partnerschaft, in einer Gemeinschaft eben gemacht wird. Die Orcas steht auch für Frauenpower. Gut möglich, dass es hier darum geht, dass ihr euch zusammenschließt. Oder innerhalb eines Freundeskreises, also mit euren Freundinnen zum Beispiel, Unterstützung findet, dass euch hier etwas klar gemacht wird. Kann gut sein, dass das zum Beispiel eine Freundin von dir ist und ihr macht sowas wie Brainstorming. Ja, dass ihr aktiv an die Bewältigung der Thematik rangeht mit Lösungsvorschlägen. Und gemeinsam überlegt.
Denn der Ritter fordert auf, hier Versprechen einzulösen. Ja? Der Ritter ist auch ein Ereignis. Die Erdenergie ist, die Münzenergie ist eine sehr langsame Energie. Und das ist gut möglich, dass da das ja, wie gesagt, auf dem Platz, der was erschwerend hinzukommt, liegt, dass das zu langsam dauert, dass es hier etwas schneller gehen dürfte. Aber es ist eben die Herausforderung, durch die eigene Angst zu gehen und vielleicht auch das eigene Ego ein bisschen auf Seite zu schieben. Und hier kommt der Beobachtungsposten, auf dem ihr euch anscheinend momentan befindet. Ihr schaut euch eine Situation von außen an oder sollt euch diese Situation von außen anschauen. Diese Emotionen sagt mir auch, dass euch bewusst ist, ihr schaut hier so auf eure Emotionen, was ist dein Ego-Thema? Wo geht es um die eigene Kraft und Stärke? Wo geht es um die Durchsetzungskraft? Wo hast du vielleicht das Gefühl, diese Kraft nicht zu haben? Schau mal, und da kommt, lausche in dich hinein. Finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das könnte nicht passender sein, ihr Lieben. Genau das ist das, was ich ja hier auch schon wahrgenommen habe. Und schaut mal, die Richtung ist genau zu diesem Bär. Also es kann auch um die Person gehen, ja, die ihr euch anschaut. Kann auch, wie gesagt, Thema euer eigenes Ego sein, aber auch ein Seelenpartner. Und wichtig ist, dass ihr in euch hinein lauscht und mal genauer hinschaut. Das sagt ja auch die rosarote Brille. Schau dir was genau an und sehe das Positive, aber sei nicht naiv. Ja, geh nicht in dieses Wolkenkuckucksheim hier. Da kommt das Ass der Erde. Entfaltung von Wohlstand, ein vielversprechendes berufliches Projekt, wichtige Dokumente oder Verträge. Das Ass der Erde ist ja auch eine Chance auf Wohlstand, Entfaltung. Stabilität ist ebenfalls ein Aspekt der Erde und die Fülle, etwas wirklich in, wie sage ich das, im besten Sinne für alle zu klären. Und dazu ist es eben wichtig, in dich hineinzulauschen und auch diese Klarheit zu bekommen, ja. Und natürlich kann es ja auch immer um Verträge gehen, wenn die Karte angezeigt ist. Dass das noch so ein Nebeneffekt ist, dass hier auch Verträge geklärt werden dürfen. Wir schauen weiter. Wir legen die mal ein bisschen rüber. Und wir schauen jetzt in den nicht bewussten Aspekt. Und da kommt der Baum. Der Baum steht für das Leben per se, für etwas, was ganz, ganz lange gebraucht hat oder schon im Leben ist, was tief verwurzelt ist. Und da komme ich wieder zurück auf das Thema mit den Ahnen. Und der Baum steht auch für eine sehr, sehr lange Zeit, was auch wieder für die Ahnen eben spricht. Ja? Und hier kommt die Karte nicht für dich und die ist auf dem Kopf. Und die Karte nicht für dich sagt eben, dass dieses Thema eigentlich nicht deins ist, aber du hast es eben jetzt in die Aufgabe genommen, mitgenommen, das zu lösen in diesem Leben. Ja, aber es ist nicht deins. Das ist ja auch schon mal, finde ich, sehr beruhigend. Und wir schauen uns die nächste Karte an. Nur die Liebe wird dich befreien, lass
all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Guck mal, der Baum steht für das Alte, der Bär ebenfalls. Dieses Alte darf jetzt also losgelassen werden. Alte Verhaltensweisen, alte Themen der Angst, was eine Beziehung angeht, alte Themen der Angst, für sich einzustehen, wirklich sich hier, ich habe das Gefühl, dass sich der ein oder andere von euch auch versteckt, ja, und das kann gut sein, dass du dich, und ich möchte dir nicht zu nahe treten, dich auch aus Angst, aus Ego, und das ist dir mit Sicherheit nicht bewusst, vielleicht auch hinter oder bei einem Seelenpartner versteckst. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Spürt selber rein. Das war jetzt etwas, was so ganz spontan gekommen ist. Hier unten kommt das Ass des Feuers. Eine großartige neue Chance, Karrierefortschritte, ändere dein Leben jetzt. Und das ist dir nicht bewusst. Schau dir an, dein Leben jetzt zu ändern, für dich einzustehen, unabhängig von deinen Ängsten. Das ist das eine Thema, was damit dann zu lösen ist. Und ich nehme hier, wie gesagt, kann ein Thema Partnerschaft sein, kann aber auch generell dein Thema sein, für dich einzustehen. Da spürt ihr bitte selber rein, ja? Und schaut mal, da kommt der Neubeginn. Oh, grandios. Nochmal das Gleiche eigentlich, der Neubeginn. Ändere dein Leben jetzt. Erkenne die großartigen Chancen, die dir das Leben bietet. Es ist de facto etwas, was du mitgebracht hast. Es ist aber auch etwas, was dich in deinem Leben belastet. Und da geht es jetzt darum, dich zu befreien. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass etwas Langes in deinem Leben nichts für dich ist. Das kann auch gut möglich sein, mein lieber Stier. Und das Ast des Feuers sagt mir auch, da wird sich, auch wenn es dir nicht bewusst ist, eine Chance bieten, in einen Neuanfang zu kommen. Es geht nur darum, diese auch klar zu erkennen und aus diesen Illusionen rauszugehen, aus dieser Naivität rauszukommen. Und natürlich kann das auch für ein Kind stehen, für die einen oder anderen von euch, wenn es um das Thema Kinder geht. Und dann schauen wir uns natürlich jetzt die nächste Karte an. Ein tiefes inneres Wissen. Also das sagt mir eindeutig, und ich liebe ja diese Eule da oben, ne? Ich weiß noch, ob ich es schon mal gesagt habe. Ich liebe diese Karte, wirklich wahr. Ich finde die Eule wunderschön. Wo war ich? Es geht hier auch darum, wir sind eigentlich wieder bei der ersten Karte, deiner Intuition zu folgen, mein lieber Stier. Trau dir diesen Neubeginn zu, was auch immer das ist, ob es eine neue Partnerschaft ist, eine neue Liebe. Du weißt auf jeden Fall, um was es geht. Und wie gesagt, bedenk immer, es kann auch um deine Liebe zu dir gehen, dass du für dich einstehst. Kann genauso ein Thema sein, ja? Schau bitte, was es bei dir ist. Wir schauen die nächste Karte an. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tue das, was für dich richtig ist. Das ist das Gleiche, wie hier ja auch schon liegt. Nochmal die Aufforderung, in dich reinzuspüren und nach deinem Herzen für dich einzustehen. Ja? Und hier kommt die Königin des Feuers. Selbstsicher, warm, intelligent, anmutig.
Breite deine Flügel aus und fliege, unterschätze dich nicht. Sei dir deiner Unabhängigkeit und Kreativität sicher. Und die Königin des Feuers kann jetzt jemand sein, mit dem du es zu tun hast. Könnte eine Partnerin sein oder ein Partner, also Königin, weil es eine allgemeine Legung ist, sehen wir mal, unabhängig vom Geschlecht, also sowohl als auch möglich. Und des Feuers, das wäre dann ein Feuerzeichen. Guck mal, ob sowas in deinem Leben ist und welches Wissen für einen Neuanfang eventuell mit dieser Person verknüpft ist bei dir. Natürlich kann es hier auch um die Eigenschaften gehen, die du brauchst, um in diesen Neubeginn zu kommen. Selbstsicher, warm, intelligent, anmutig, für dich einstehend. Ja, sagt mir auch, du bist auch intelligent. Und du sollst jetzt intelligent handeln nach dem, was du möchtest, ja? Und was haben wir hier für zwei Karten? Hier kommt der Schlüssel und der Sarg. Das hat jetzt mehrere Bedeutungen für mich. Das Ergebnis ist mit Sicherheit eine Transformation, sagen mir diese zwei Karten. Mit Sicherheit endet etwas. Und das Ende nehme ich hier auf den Ahnenthemen wahr, wenn du hier den Schritt in diese Richtung machst, in diesen Neuanfang und aus diesen Illusionen rauskommst, auch aus dieser Naivität und über den Tellerrand blickst und dir Sachen genau anschaust, diesen Beobachtungsposten hier einnimmst, damit dir Dinge in deinem Leben, Beziehungen, Partnerschaften, aber auch Emotionen bewusster werden. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, ihr Lieben, und das Hauptthema der Legung, kann ich euch gleich verraten. Wir schauen hier weiter in die nächsten Karten. Frieden, 23. Mit Sicherheit kommt hier eine Transformation, mit Sicherheit endet etwas und das Ganze ist der Frieden, der hier einkehrt, weil du dein Versprechen von deinem Seelenplan eingehalten hast. Und hier kommt noch die Karte mit der Bereitschaft. Ganz freudig, das Neue zu empfangen, denn wenn etwas endet, kommt ja auch etwas Neues, meine Lieben. Oh, geil. Wow! Schaut euch diese Karte an. Die ist ja schon mal toll, der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Ihr Lieben, ich nehme für den einen oder anderen tatsächlich auch wahr, dass es vielleicht um eine Trennung gehen könnte. Dass es darum geht, hier durch die Angst zu gehen. Und dann ist das ein Partner, der sehr auf, der sehr manipulierend ist und auf seinen Vorteil aus, ja. Nur mal als nächstes und schaut mal, jetzt kommt die absolut tollste Karte. Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an, ein Wunder. Kann natürlich auch sein, dass hier ein Kinderwunsch, wie gesagt, auch ein Wunder sein kann, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel das Thema, sich von Ängsten befreien, in eine neue Beziehung gehen, was vielleicht für eine Herausforderung ist, weil du dann zu dir stehen darfst, weil du hier raus darfst, deine Gefühle anschauen darfst, dir hier über einen Seelenpartner Klarheit verschaffen darfst, wirst und dann entscheidest, was zu tun ist, verlassen oder das Ganze fortsetzen. Du darfst auf jeden Fall hier mit einem Wunder rechnen und das Wunder
nämlich sowohl für den Seelenpartner war, also für den Frieden, als auch für diese gigantische Transformation, mein lieber Stier. Ich bin begeistert, wollte ich nur sagen. Und hier kommen grandiose Karten, es geht weiter grandios. Da kommt die Stärke. Große innere Stärke, löse dich von harschen Werturteilen. Verzeihen und Mitgefühl ist hier wichtig. Es geht auch etwas, gibt auch etwas zu verzeihen. Die Stärke hier beim Ergebnis sagt mir aber nochmal, dass du tatsächlich auch die Kraft und Stärke hast, was dir nicht bewusst ist. Ja? Kraft und Stärke geht halt auch immer einher mit einem großen, kräftigen Ego, und das darf man erstmal überwinden, um das große Ganze dahinter liegen zu sehen. Denn wir haben hier auch noch die 10 der Erde. Ein ausgesprochen glückliches Familienleben, finanzielle Sicherheit, sich von den kleinen Dingen des Lebens verzaubern lassen. Das ist das Ergebnis, und das ist grandios, dieses Ergebnis. Ich zeige euch hier auch gerne noch die untere Karte, die beim Mischen am untersten Deck gelegen hat, bei den Tarotkarten, die 4 des Feuers. Zufriedenheit, Frieden, Fülle, ein glückliches Zuhause. Der erfolgreiche Abschluss eines Projektes, eines Themas, und es kann auch ein Transformationsthema sein, dass euch hier eben jetzt etwas klar wird. Und schaut mal, was hier an der Unterseite liegt, die romantische Liebe. Wunderschön, meine Lieben. Und dann kommt auch nochmal die Vergebung, ganz interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr damit in Resonanz geht, wenn euch das Ganze was sagt, wenn euch das Ganze hilft. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit und freue mich, wenn ihr die nächsten Videos ebenfalls anschaut. Meine Lieben, macht's gut. Tschüss.